der Diskussion. Nach dem Essen entschuldigte sich Agatha und sagte uns, wir sollten brav unseren Schönheitsschlaf machen. Die Sonne blinkt unter, aber wir waren noch nicht müde. Wie schlug vor, zum Zeitvertreib ein Spiel zu spielen. Nies wählte Moral total, ein lustiges Gesellschaftsspiel. Wie fehlte die kämpferische Komponente. Sie stimmte aber grummelnd zu. Ein flotter Vierer. Also, wir beantworten alle Karten, die vor uns liegen. Und zwar ehrlich. Sonst funktioniert das Spiel nicht. Okay. Ein Zauber-Djinn gewährt euch einen von zwei ganz besonderen Wünschen. A. Ihr könnt 1000 Jahre lang leben. Oder B. Ihr könnt 10 Leben mit je 100 Jahren leben. Was wählt ihr? 1000 Jahre lang leben oder 10 mal 100 Jahre leben? Kommt schon, ist doch kinderleicht. Ich glaube, 1000 Jahre am Stück... Man weiß halt nicht, wann man aufhört zu altern. Wir nehmen B. Ihr seid ein königlicher Gardist und sucht einen bösen Zauberer, der das Dorf terrorisiert. Ihr fasst ihn und findet heraus, dass es Charles ist, euer bester Freund aus Kindertagen. Werdet ihr A. Charles auf ewig aus der Stadt verbannen oder B. euren Freund ins Burgverlies werfen lassen? Wie lange ins Burgverlies? Das auf ewig in die Stadt oder ins Burgverlies? Hier geht es nicht um Strategie. Doch, einfach geht ehrlich. Es. Lass mich in Ruhe, wir nehmen das Burgverlies. Hättet ihr lieber A. einen Hausdrachen oder B. wärt ihr gerne selbst ein Drache? Ich wäre gerne ein Drache mit einem Hausdrachen. Ist das komisch? Die Idee hatte ich auch gerade. Ein Drache mit Hausdrache wäre ich auch total gerne. Ich hätte lieber einen Hausdrache auf jeden Fall. Hättet ihr lieber A. einen Schwanz, der ständig laut auf den Boden schlägt? Oder B. Nudeln als Hände, sodass ihr überhaupt nichts aufnehmen könntet? Spaghetti-Finger. Drachen haben Schwänze. Schwanz. Ja, würde ich auch sagen, weil vielleicht willst du mit so Händen anfangen. Würdet ihr lieber A. ständig nach Sirup stinken und es nicht riechen? Oder B. ständig stinkenden Sirup riechen? B. Ich mag ja den Geruch von Sirup. Zuerst mischen wir unsere Karten. Am Anfang jeder Runde wählen wir einen Spielpartner. Dann stellen wir die Frage von der obersten Karte unserer Stapel. Wenn der Fragesteller und der Gefragte gleich antworten, wird die Karte auf eines der drei Felder zwischen ihnen gelegt. Sobald drei Karten zwischen zwei beliebigen Spielern liegen, gewinnen sie das Spiel. Wenn es keine Übereinstimmung gibt, kommt die Karte weg. Wer keine Karten mehr hat, bevor drei passende Karten liegen, verliert. Graham, habt ihr alles verstanden? Spiegel. Welche ist die richtige? Ist es wie? Ist es Nies? Mögen Sie mich? Mag ich Sie? Es ist Nies. Wie riecht mein Atem? Oh, Lavendel. Und Eier. Wir sind drin. Sollte ich den Hut abnehmen? Was, wenn Sie keine Umhänge mögen? Was, wenn Sie allergisch gegen Triumph sind? Bitte sag mir, das ist meine innere Stimme. Ich finde das voll gut. Denkt ihr noch nach? Oh, nichts. Ich entspanne mich nur. Bereit loszulegen? Graham, ihr zuerst. Na denn. Ein Zauber-Djinn gewährt euch einen von zwei ganz besonderen Wünschen. A. Ihr könnt 1000 Jahre lang leben. Oder B. Ihr könnt 10 Leben mit je 100 Jahren leben. Was wählt ihr? Bitte sag B. Bitte sag B. 100%ig B. Ja! Ja, denkt nur an all die Leben, die man führen könnte. Entdecker, Künstler, Pirat, genau. Vampir. Oder ein Ninja. Oder ein Zombie. Graham, eine reiche Händlerin lässt eine glänzende Goldmünze fallen. Ihr seht, wie ein hungriges Waisenkind sie einsteckt. Würdet ihr A. das Kind überzeugen, ehrlich zu sein und die Münze zurückzugeben? Oder B. wegschauen und dem Kind die Münze lassen? Fuck, das ist verdammt schwierig, weil ich die reiche Alte halt nicht kenne. Oh Gott. In dem Fall, ist echt schwierig. Wenn das Kind mir aufremt ist, würde ich, glaube ich, dem Kind das Geld lassen, aber ich nehme trotzdem mal A. Der Ehrlichkeit halber. Ah, solche Ehrlichkeit ist wertvoller als eine Goldmünze und wird bestimmt belohnt. Klasse. Ich wähle auch A. Das Waisenkind lernt so eine wertvolle Lektion
und Mist. Erhält sicher eine Belohnung. Ja. Graham. Ihr wart den ganzen Tag für eure hungernde Familie auf der Jagd und konntet nur eine magere Gans erbeuten. Auf eurem Heimweg bietet euch ein Bettler Zauberbohnen im Tausch gegen die Gans an. Er sagt, dass sich die gesäten Bohnen zu einer Truhe ranken werden, die unablässig Nahrung produziert, aber dass er zu gebrechlich ist, um hinaufzuklettern. Ach, der Arme. Würdet ihr A. ablehnen und die Gans zu eurer Familie bringen? Oder B. die Gans dem Bettler überlassen und die Bohnen in eurem Garten pflanzen? B. Ich würde tauschen, weil es einfach abenteuerlicher ist. Es ist märchenhafter, einfach. Und ich glaube, das hat sie auch gesagt. Die andere Schrapnelle, die ist viel zu strikt, deswegen auf jeden Fall B. Hey, ja. Zauberbohnen. Ja. Richtig. Zauberbohnen. Joho. Zauberbohnen. So ist es. Ihr seid ein königlicher Gardist und sucht einen bösen Zauberer, der das Dorf terrorisiert. Ihr fasst ihn und findet heraus, dass es Charles ist, euer bester Freund aus Kindertagen. Werdet ihr A. Charles auf ewig aus der Stadt verbannen oder B. euren Freund ins Burgverlies werfen lassen? Ja, da haben wir jetzt das Problem. Ich will ja mit ihr, deswegen interessiert mich die Antwort gar nicht von ihr. Ich nehme A. Nein, ich habe B genommen. Charles ins Verlies werfen, damit ich auf ihn aufpassen kann. Die ist kindisch, genau. Nies? Hier steht, ihr seid der Zauberdoktor des Königreichs. Mitten in der Nacht klopfen ein ehrbarer Ritter und ein jämmerlicher Dieb an eure Tür. Die Wunden des Diebs sind viel schlimmer als die des Ritters. Würdet ihr A. den Ritter zuerst heilen oder B. den Dieb zuerst heilen? Ich hab A. Der Ritter hat unserem Königreich gut gedient und muss zuerst geheilt werden. Ich hab B. Es wäre meine ärztliche Pflicht, dem Bedürftigeren zuerst zu helfen. Das hätte ich, glaube ich, auch verkackt. Tja, ihr habt's miteinander auch nicht so, ne? Wie? Ja, oh, ist ja gut. Das passt ja wie die Faust aufs Auge. Ein als freundlich geltender König, den ihr aber noch nie getroffen habt, hält um eure Hand an. Würdet ihr A. im Vertrauen auf seinen guten Ruf annehmen oder B. selbst nach der Liebe suchen? Wie käme ich auf was anderes als B? Sicher, das wähle ich auch. Hättet ihr lieber A. einen Hausdrachen oder B. wärt ihr gerne selbst ein Drache? Du willst einen Hausdrachen haben, auf jeden Fall. Spricht eigentlich die Enkelin die ganze Zeit etwas dazu? Aktuell gar nicht. Aktuell ist sie sehr still. Hat schon lange nichts mehr gesagt. Ich nehme B. Ich hätte ja lieber einen Hausdrachen. Unser Grabenmonster will sich zur Ruhe setzen. Warum? Graham? Ja? Ihr seid arm und ein Dieb stiehlt euch eure letzte Münze, sodass ihr hungrig zu Bett geht. Einige Tage später seht ihr, wie zwei Räuber demselben Dieb sein Abendbrot stehlen. Ihr verfolgt die Räuber und beschafft das gestohlene Essen. Würdet ihr es A. dem Dieb zurückgeben oder B. behalten, um dem Dieb eine Lektion zu erteilen? Alter, das sind richtig miese Fragen. Leute, haut was raus. Haut was raus. Ihr liegt bis jetzt echt immer richtig gut mit dem, was ihr sagt. Was würdet ihr nehmen? Weil ich kann mich da echt ganz schlecht entscheiden. Lektion erteilen? Eigentlich ja, klar, warum nicht? Es dem Dieb zurückgeben? Eigentlich auch. Also, je nachdem. Ich weiß es nicht genau. A, sie wird B nehmen. A. A. Sie sind bestimmt B, also du A. Ja. Ich will keine Übereinstimmung, ganz genau so ist es nämlich. Nemesis, aha, guten Tag. Ich würde das Essen zurückgeben. Hallöchen, mein Lieber. Und ein gutes Beispiel geben. Oh, also ich würde die Sachen essen. Schließlich bin ich arm und hungrig, oder? Du bist doof. Der Dieb übersteht die Nacht sicher auch so. Und bessert sich hoffentlich. Dich wollen wir ja auch gar nicht haben, Alter. Graham. C. Eure beste Freundin will ihre große Liebe heiraten.
Am Tag der Heirat entdeckt ihr, dass ihr Verlobter ein zum Menschen verzauberter Kobold ist. Der Kobold versichert euch, dass er eure Freundin liebt und bittet ihn nicht zu verraten. Würdet ihr A. eurer Freundin trotzdem alles erzählen? Oder B. das Geheimnis bewahren? Ich würde es tatsächlich eher erzählen, aber ich glaube, sie würde das Geheimnis bewahren, denn es ist ein Geheimnis und Geheimnisse sind spannend. Die andere, die ist dazu zu realistisch, glaube ich. Oh Gott, hoffentlich ist das richtig. B. Ich will Ihnen nicht die Hochzeit verderben. Ja, habe ich auch. Ja. Dies und ich gewannen das Spiel. Sie hätte wohl am liebsten einen Siegestanz gemacht. Wie sah wütend aus, nicht wegen mir. Sie hasste es zu verlieren. Deswegen mag ich die auch nicht. Als die Sonne unterging, wurde die Luft bitterkalt. Da wir moralisch. Dass es zu kalt für ein weiteres Spiel war und gingen zu Bett. Die Wände im Turm waren ziemlich dünn und so konnte ich peinlicherweise nachts hören, wie die Prinzessinnen über mich sprachen. Also, was hältst du von Graham, dem Tapferen? Ich weiß noch nicht so recht. Ach komm schon. Ich weiß auch nicht recht. Es schien der perfekte Zeitpunkt für die Erkundung des Turms zu sein. Ich wollte mein neues Zuhause besser kennenlernen. Die hat so einen kleinen Stock im Ärschchen. Ja, schon. Die ist ein bisschen uncool. Ich war noch nicht müde. Aha. Es gab noch mehr zu erkunden. Yo, ich habe ja auch nicht mal angefangen, Digga. Kann ich hier noch mal ran? Nein. Nope. Die Rätselbox war kaputt gegangen. Musste repariert werden, ja. Wir haben aber nichts Brauchbares. Wir haben auch den Stab nicht mehr. Haben wir hier irgendwelche Neuigkeiten? Es war kalt. Nein. Feuer's an. Ich wusste nur, wie man Schokopfannkuchen macht. Okay, das ist egal. Nur war hier keine Schokolade. Stell dir mal vor, die Mädels hätten gewonnen. Ja. Da komme ich auf Ideen. Kann ich nicht raus? Doch, kann ich. Ja. Ich habe gehofft, wir können irgendwie gucken. Nicht immer aufs Bett klicken, das hat schon mal Leben gekostet. Ja, ich weiß. Okay, hier geht's so weiter. Nix. Kann ich das Bild nochmal angucken? Nein. Zu schade. Die Laute war kaputt gegangen und musste repariert werden. Ach, guck mal, die haben die Treppe hochgeklappt. Was soll denn das? Ich war nicht. Nein, das will ich doch gar nicht. Hat alles hochgeklappt. Ich habe nur die Bilder. Sonst war hier doch gar nicht, ne? Sonst ist hier nix. Nee. Okay. Das macht Sinn. Es war einmal eine wunderschöne Prinzessin, die sich in einen Turm sperrte und geduldig auf einen charmanten Prinzen wartete, der sie retten würde. Saale-Krokodil. Oh, die war aber mal sehr barbiehaft. Sie fehlt mir doch. Monate wurden zu Jahren und kein Prinz kam jemals vorbei, um ihr Schicksal zu besiegeln. Alter, jetzt bestimmt auch nicht mehr. Doc Kroko vielleicht. Um dir ein paar Zähne zu ziehen. Hoch können wir nicht, okay. Wir bleiben hier. Na gut. Gucken wir uns das mal an. Das Übermaß an Schönheitselixieren forderte seinen Tribut und machte die Prinzessin zu einem hässlichen alten Weib mit Echsenschwanz. Aber es ließ sich umkehren, oder? Puh. Konnte sie den Schwanz loswerden und ihre normale Haut wiederbekommen? Durch wahre Liebe. Ich fürchte nein, Gwendolyn. Agatha war zu weit gegangen. Es gab kein Zurück. Die Olle ist verhext, ja. Unarm dran. Ja,
Die hat ein bisschen zu lange gewartet, leider. Die Hexe wurde immer verbitterter. Sie begann damit, Prinzessinnen zu entführen, um ihre eigenen Rettungschancen zu erhöhen. Das wird bestimmt die Frage... Ja, natürlich. Hier gehe ich jetzt gerade lieber noch nicht ran. Ich gucke erst mal weiter. Die verzauberte Leinwand malte ein jüngeres Bild von allem, was davor stand. Interessant. Was jetzt? Was? Was ist das überhaupt für ein Ding, Alter? Dann halt hier. Okay, wir haben uns erfolgreich drücken können vor der alten. So, bei der ins Bett will ich überhaupt nicht. Kann ich hier in die Richtung auch irgendwie? Nö, leider nicht. Okay, dann schauen wir uns das mal hier. Was haben wir hier? Können wir auch irgendwas drehen? Die Uhrzeit, okay. Es scheint die Uhrzeit zu sein, wenn das Viech weiterläuft, ne? Oder, also wenn es Nacht wird, ich weiß es nicht. Gucken, was passiert. Ah, okay. Interessant, okay. Dann machen wir das gleiche hier auch. Hier geht das nicht. Scheiße. Hier gibt es auch nur einen. Da schien ein Teil zu fehlen. Ah, der andere Zeiger fehlt. Na gut. Hier ist der. Hier ist der aber nicht, ne? Nee. Okay. Na dann, wollen wir mal hier ins Kellerchen. Gucken, was uns hier erwartet. Oh, der ist aber schnell die Treppe runtergegangen. Der alte Lump. Gucken wir mal hier durch. Oh, die alte. Die ist so ranzig, ey. Agatha verließ den Turm nie und schickte stets die Prinzessinnen auf Botengänge. Sie sollten diese Zutat oder jenes Schmuckstück holen. Mit einem besonderen Zauber beförderte sie sie aus dem Turmpuff hinaus und dann wieder hinein. Mhm. Warum haben sie denn nie einem erzählt, dass sie gefangen waren? Weil der Zauber sie dann auf der Stelle wieder zurückgebracht hätte. Magie ist so willkürlich. Los, Kavsistra! Die Alte hat ganz schön was drauf, ne? Kapuff und weg sind sie. Neox und HTC One. Weiß aber nicht, warum die Frage wichtig ist. Und der Vogel rennt wieder. Aber nee, Jungs, ich will mich tatsächlich auf das Spiel konzentrieren, weil ich es nebenher auch aufnehme für YouTube. Deswegen, so im normalen Stream kann man fragen, was man will. Ich würde den Ring lieber noch stecken lassen. Nein, den Fehler machte ich nicht zweimal. Besser ist das. Aber hier will ich mich eher auf das Spiel konzentrieren. Okay, also können wir jetzt das praktisch nochmal durchkauen hier, oder was? Hat sich irgendwas geändert? Nein. Hoch dürfen wir mit Sicherheit eh immer noch nicht. Runter geht auch nicht. Hallo? Was ist los? Oh, meine Laute ist kaputt und ich habe nicht das richtige Werkzeug. Soll ich sie reparieren? Habt ihr denn Werkzeug dabei? Nein. Dann erledige ich das. Gut. Wollen wir mal gucken, ob wir Werkzeug vielleicht finden. Das wäre gut. Und was geht bei dir so? Alte, hallo? Warum komme ich nicht an die ran? Wie läuft es? Meine Lieblingsrätselbox ist kaputt. Ich kriege sie nicht repariert. Soll ich sie reparieren? Ich hol sie. Ich brauchte Rat. Zu dumm, dass ich nicht einfach in die Stadt gehen konnte. Oder doch? Naja, Maus, Meinungen einholen. Vielleicht geht es doch. Vielleicht können wir in die Stadt... Wir probieren es einfach mal. Weil hier scheint ja tatsächlich nichts sonst zu gehen.